So, du wolltest ja die Bude noch mal sehen. Wir reisen jetzt gleich wieder ab, aber hier haben wir gestern Abend gesessen, ein bisschen Sport geguckt. Da draußen haben wir eine eigene Terrasse. So, bisschen kleinen Sitzplatz und dann geht das hier weiter. Dann haben wir hier ein Bad mit Dusche gehabt. Dann eine schöne Küche, habe ich mir gestern noch was gekocht. Dann hatten wir noch mal ein Bad mit Badewanne und hier Sprudelfunktion, aber ich glaube, die haben wir nicht in Gang gekriegt. Nein. Und hier haben wir gepennt. Genau die Hälfte. Morgen, Leute. Morgen. So, heute melden wir uns mal wieder. Gestern hatten wir keine Lust. Gestern hatten wir irgendwie gar keine Motivation. Ja. Wenn es irgendwie zu melden. Ich habe auch hammer wenig Videos bloß gemacht. War auch tatsächlich gestern nur eine sehr kurze Tour. Ja. Von daher. Heute 33 Kilometer. Ja. Bis dann wirklich kurz vor Lyon. Das ist ganz gut. Dann haben wir es bald geschafft. Dann kommt der Oliver dazu und dann. Ja. So am Geburtstag eben machen, dann geht's noch los, genau. Chris hat heute Geburtstag übrigens, wird heute 40 Jahre alt. Ja, genau. 29, aber danke. Ja, sorry, habe ich mich vertan. Ja. Ja, könnt ihr mal Grüße da lassen für Chris, freut er sich bestimmt. Ja. Ja, ansonsten werden wir heute zusehen, dass wir die 33 Kilometer relativ zügig rumkriegen, dass wir dann nachher noch ein bisschen die Herberge ist ganz kleinen Geburtstag feiern können hier. Ja. Ne, ein bisschen was essen oder so. Ja, die Herberge scheint ganz geil zu sein, auch mit Pool und so, von daher. Ja, vielleicht ist es nachher warm genug, dass man mal einen Pool springen kann. Ja. Mal schauen. Chris ist ja nicht so kälteempfindlich, macht er vielleicht. Ja, eben. Ja, ansonsten melden wir uns später wieder, ne? Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, lass doch gleich mal irgendwie, dass wir eine Bar suchen oder so. Ja. Hallo Chris. So, wir machen gerade eine schöne kleine Pause hier an so einem kleinen Unterstand. Ja, hallo Chris. Hallo. Heute sehe ich fertig aus. Und geht. Ja, tut gut. Einfach mal hier so sitzen. Aber ich muss sagen, jetzt so vor Lyon ist die Gegend auch ein bisschen, trostlos. Flach. Sieht aus wie in Schleswig-Holstein. Also ich muss sagen, bis zur einen Route kurz vor Burgos war das... war es echt wunderschön, ne? Aber danach, wenn dieser flache Bereich kommt, dann wird es echt ein bisschen trist und dann kommt man wirklich ein bisschen mehr ins Grübeln, wa? Weil man dann. Ja, das sieht hier aus wie in Nordfriesland, Alter. Richtig trostlos, einödig. Ja. Naja, wie gesagt, gehört dazu, da muss man stumpf durchlaufen, kommt man ein bisschen mehr ins Grübeln und ja, tut aber auch gut, alles gut. Mal gucken, wie heute die Herberge wird und dann. Hoffentlich geiler als die gestern. Das bestimmt. Bis später!
ist ja gar keine Katze, wa? Das ist ja gar keine Katze, sind sie, wa? Achso. Na gut, dann, nee. Chris, sag doch mal danke für die vielen netten Glückwünsche. Dankeschön. Ich antworte dann nachher Warner drauf. Nee, lade ich jetzt hoch. Nee, Mann. Lass doch. Mal. Nein. Doch, mach ich aber. Nein. Doch, mach ich. Mach ich. Ich weiß nicht, ob man uns nicht doch, moin, hier. Leute. Morgen. So, wir sind heute wieder unterwegs, ne? Ja, 12 Kilometer heute. Vielen Dank an die Leute, die mir gestern gratuliert haben. Ja, das geht heute nach Lyon rein. Ja. Wo wir dann eine kleine Pause haben, weil wir ja noch auf Oliver warten müssen. Ist aber nicht schlecht, weil wir ja danach ganz schön knackig wieder anziehen müssen. Ja. Und ja, von daher werden wir noch mal ein bisschen die Beine ausruhen. Ja. Und in den letzten 2 Wochen noch mal anzugreifen, ne? Ja, die Nacht war... Ja, für dich so semi, ne? Ja, weil die haben da so ein bisschen Party gefeiert. Ich weiß gar nicht, wie er da pennen konnte, aber also das war eine Lautstärke. Also das war bis jetzt so von der Lautstärke her war es die schlimmste Nacht. Also richtig ja. Party People irgendwas, richtig extrem. Nee, der läuft ja so rum, der läuft so an der Kathedrale lang und wieder so raus aus der Stadt und genau da liegt unser Hotel. Da wir sowieso noch auf Oliver warten mussten, verbrachten wir einige Tage Lyon.
Die Stadt ist sehr schön und hat viele Sehenswürdigkeiten. Riesen Bottich Nudeln, 250 Gramm, ordentlich Soße und schön viel Käse. Das sind genug Kalorien, um jetzt erstmal wieder aufzupäppeln.